Ja, denk, Scott Thwaites hat ein gutes Rennen gefahren. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, zweigeteilt, weil er ist wirklich gut gefahren. Er ist um die Platz 20 reingekommen, aber es wäre mehr drin gewesen. Gell? Also wir haben zwischen Teilenberg und Grußberg einen Defekt gehabt. Schillinger hat da warten müssen auf Scott und da haben wir viel Kraftler auf der Straße liegen lassen. Also ich denke, eine Gruppe weiter vor, so Richtung Platz 12, 13 wäre echt möglich gewesen. War ganz stark von ihm heute. Waren Sie überrascht, dass es so gut läuft, oder waren Sie sich sicher, der fährt so ein gutes Frühjahr, der kann auch bei der Ronde van Vlaanderen weit vorn lang? Ich war mir schon sicher, dass es Richtung Top 15 gehen kann, weil er wirklich das ganze Frühjahr schon konstant stark war. Und ein bisschen schade, aber ist halt so. War das auch Ihre Taktik, mit der Sie ins Rennen gegangen sind, so weit wie möglich zu schauen, mit Scott vorn landen zu können? Nee, wir wollten schon auch in der Ausreißergruppe gehen und man hat ja mit dem Movistar-Fahrer gesehen, was möglich ist aus der Ausreißergruppe. Und Lukas Pöstlberger war auch am Anfang vertreten für uns dort und hat dann wegen Defekt abreißen lassen müssen. War ein bisschen schade für ihn. Waren Sie überrascht, dass das Rennen so läuft? Es war schon ein spezieller Charakter, weil es hat ja nicht wirklich eine klassische erste Gruppe gegeben. Die war ja heiß umkämpft bis Kilometer 80. Und dann war es eigentlich das ganze Rennen offen. Aber es ist schön, dass es so war. Ich denke, für einen Radsportfan war es eine tolle Sache zuzuschauen. Glauben Sie, dass heute der stärkste Fahrer gewonnen hat? Ja, mit Sicherheit. Absolut, ganz verdient. Und ich freue mich für ihn. Kann man nur gratulieren.